Winkel, Seite, Winkel, das ist der neue Kongruenzsatz, den wir haben, mit drei Größen, die gegeben haben. Ich habe euch auch gleich mal das in die Planfigur eingezeichnet. Das heißt, eine Strecke ist gegeben und zwei Winkelmaße sind gegeben. Gut, jetzt könnte man sagen, oh, diese Seite steht bestimmt deswegen in der Mitte, weil das die Seite sein muss, die von den beiden Winkeln eingeschlossen wird. Ja, das stimmt auch. Aber theoretisch könnte auch der obere Winkel, also der bei der Gamma, gegeben sein. Warum? Weil dann kann ich nämlich den dritten Winkel immer berechnen. Also wenn jetzt in dem Fall Beta und Gamma gegeben wäre, könnte ich auch Alpha berechnen. Zum Konstruieren brauchen wir tatsächlich die beiden Winkelmaße, die von der Seite flankiert werden, also von der gegebenen Seite. Aber auf die kommen wir eben auch mit Rechnung. So, mit diesen drei Größen sollt ihr jetzt erstmal selbstständig arbeiten. Das heißt, Planfigur zeichnen, Überschrift abschreiben und die Ergebnisse bzw. die gegebenen Stücke so konstruieren, dass genau das kongruente, eindeutige Dreieck entsteht, das wir uns vorstellen. Das heißt, bitte jetzt auf Pause drücken. Wirklich auf Pause drücken. Und weiter geht's in 3, 2, 1, 0. Ganz schnell werde ich euch zeigen, wie das funktioniert. Und zwar sind wir hier eigentlich schon relativ schnell fertig. Wir zeichnen die Seite C mit 6 cm und dann tragen wir hier den Winkel 70 Grad an. Aufpassen hier, wenn man das Geodreieck einzeichnet oder das Geodreieck anlegt, das ist der mathematische Dresen, also der richtige. Das heißt, ich muss den auf der oberen, auf der ersten Skala nehmen, nicht den da drüben, der wo 70 auf eurem Geodreieck steht. Beim anderen, da ist es andersrum, da würde der 30-Grad-Winkel normalerweise in die Richtung gehen, wenn ich jetzt das hier bei B anlege, also für den Winkel Beta von 30 Grad. Das ist natürlich falsch, wenn wir den hier verwenden. Wir drehen hier mit dem Uhrzeigersinn, also unmathematisch, gegen den mathematischen Drehsinn. Das heißt, hier müssen wir das von der zweiten Skala nehmen. Den Punkt markieren, die beiden Halbgeraden zeichnen, die sind hier bei mir noch gestrichelt zu erkennen. Und dort, wo sich die beiden Halbgeraden schneiden, dort muss dann der Punkt C sein. Zur Überprüfung, 5,7 cm muss die Seite A sein. Wenn das bei euch auch so ist, dann habt ihr höchstwahrscheinlich richtig konstruiert bzw. richtig gezeichnet. Wenn jetzt dieser Winkel Gamma gegeben wäre, also der hier oben, dann können wir das natürlich nicht gleich konstruieren. Dann können wir höchstens, also sagen wir mal, Beta und Gamma ist gegeben, dann können wir 6 cm zeichnen, dann den 30-Grad-Winkel, aber wir wissen nicht, wo wir den anderen Winkel hier oben anlegen sollen, weil wir den Punkt C noch nicht haben. Das ist ja nur eine Halbgerade, die nach oben saust. Das heißt, in dem Fall, wenn der Winkel Gamma gegeben wäre, müssten wir über die Innenwinkelsumme auf den Winkel Alpha kommen. Und mit dem Winkel Alpha, dort können wir dann die beiden Halbgeraden sein und dann schneiden sich die beiden Halbgeraden nämlich im Punkt C und ich habe den Punkt C konstruiert. Theoretisch hätte ich hier den Winkel Gamma auch zeichnen können. Das hier oben müssen 100 Grad sein. Wenn das richtig ist, habe ich richtig gezeichnet. Entschuldigung, 100 Grad stimmt natürlich nicht. 80 Grad. 70 und 30 Grad ergeben zusammen 100. Das heißt, hier oben fehlen noch 80 Grad. Was haben wir heute gelernt? Eine neue Konstruktion, nämlich einen neuen Kongruenzsatz. Winkel, Seite, Winkel. Und zur Konstruktion brauchen wir zwei Winkel, die eben an der Seite anliegen. Also die Winkelmaße müssen zu der Seite gehören, die gegeben ist. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich aber über die Innenwinkelsumme auf den dritten Winkel kommen und somit kann ich es immer konstruieren, wenn zwei Winkel und eine Seite gegeben sind. Das war's, bis morgen.